In diesem Video will ich euch ein unfassbar cooles Mod-Projekt von AniPlus vorstellen, welcher die Wohninsel aus der Zeit für Freunde-Erweiterung in eine coole Mittelalterregion verwandelt hat. Ani hat ein Video hochgeladen, in dem er die Modifikation grob vorstellt. Diese steckt scheinbar noch etwas in den Anfängen, aber das, was wir bisher zu sehen bekommen haben, gefällt mir doch wirklich gut. Es gibt jetzt ein 64x64 Kästchen großes Grundstück mit einem großen Segelboot, welches sogar halber im Wasser liegt. Hier können die Sims im Wasser schwimmen, was vorher nicht in dieser Region ging, auch wenn die Animation für den Einstieg ins Wasser leider nicht besonders gut aussieht. Wenn ihr Tab und dann 5 auf eurer Tastatur drückt, gelangt ihr zu einer Art Regionenübersicht, mit der ihr aber nicht wirklich interagieren könnt. Für eine Übersicht aller Grundstücke auf der Insel reicht diese aber auf jeden Fall. Überall stehen ebenfalls auch kleinere Häuser herum, mit denen man interagieren kann, ohne einen Ladebildschirm zu sehen. Zwar lässt sich in diesem nicht viel machen, aber eines der Häuser fungiert ebenfalls auch als Schneiderei, in der man sich andere Klamotten anziehen und Outfits planen kann. Es gibt ebenfalls eine Bücherei in der Stadt, meiner Meinung nach eine extrem coole Idee, einen ganz leichten Open-World-Charakter in diese Welt mit einzubringen. Ich bin wirklich gespannt, was passiert, wenn man diese Modifikation im Spiel nutzen kann. Hoffentlich wird diese bald veröffentlicht. Wenn ihr die Modifikation im Spiel nutzen wollt, benötigt ihr allerdings auf jeden Fall die Zeit für Freunde sowie die Werde-Berühmt-Erweiterung. Welche Packs hier noch benutzt wurden, weiß man aktuell aber noch nicht, da dies nicht erwähnt wurde. Würdet ihr euch mehr Mittelalter-Inhalte für die Sims wünschen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.